Vorne gibt es keinen, wo er Windschatten sich holen kann. Matsushita. Raikön versucht den Angriff jetzt dagegen. Funabashi geht weit, nimmt ihn gleich mit und verliert wieder selbst einen Platz. Und verhilft damit seinen eigenen Teamkollegen zu punkten momentan. Ja, und oh, Harrisburg hat wohl Probleme mit den Reifen. Vettel will er natürlich jetzt vorbei. Ui, und jetzt Harrisburg extrem weit. Vettel versucht Kurve 1, gleich beide sich zu holen. Ui, und schickt Harrisburg weit raus. Ja, und Matsushita hat auch gerade mal 3 Plätze verloren auf Anhieb. Kommt jetzt der Angriff von Vettel gegen Grosjean. Ja, er kommt, aber dreht sich weg. Uiuiuiuiuiui, was für ein Chaos und was für ein Kampf hier übrigens noch in den letzten paar Runden. Wir haben jetzt hier noch 3 Runden. Aber für die Leute sind es ja hier sogar noch 4 Runden. Vettel ist jetzt momentan hier auf der 8. Raikön 9, 10. Funabashi, 11. Matsushita, 12. Boca, 13. Harrisburg, 14. Hoffmann, 15. Ricciardo, der auch irgendwo gelandet ist, warum auch immer. Bottas 16, 17. Patzel. Und hier haben wir nämlich jetzt... Haryanto kommt jetzt nämlich zu dieser riesigen Gruppe da. Und hier haben wir Verstappen. So, auf der 6 ist auf der 6 momentan Grosjean. Der kann das eventuell vielleicht sogar noch halten. So, und Blomqvist auf der 7. Das wären mal wieder Punkte für McLaren hier. Doch das muss man natürlich erstmal auch über die letzten paar Runden bringen. Es sind nämlich noch 3 Runden. Kommt eventuell Funabashi jetzt nochmal in die Box. Der, ah, na, bis jetzt geht's noch mit den Reifen anscheinend. Und wo wird Grosjean landen? Kann er das? Kann er das verteidigen? Ah, guter Anbremspunkt hier von Blomqvist. Jetzt nichts falsch machen. Kriegt die Kurve einigermaßen gescheit, aber muss ihn wieder durchlassen. Hier und hier auch Vettel. Funabashi ist auch weit. Ui, und da... Uiuiui, beide... Uiuiui! Hoffmann wieder mal auf Abwägen. Muss jetzt aufpassen. Da kommt nicht der Führende. Und der schießt da gleich innen herein und ist vorbei. Und da muss jetzt nämlich Verstappen auch erstmal durch. Matsushita jagt jetzt hier Funabashi. Ja, da sind die Supersoft-Reifen wahrscheinlich tot in dem Fall. Und Blomqvist noch immer nicht vorbei. Und hiernach haben sie noch 2 Runden. Hier vorne scheint eigentlich alles klar zu sein. Ah, Petrat, ja, müsste vielleicht noch ein bisschen sich Sorgen machen, aber momentan ist immer noch weit genug weg.
Also das wäre natürlich der perfekte Clou für Energy Racing, weil man hier mit dem Medium-Reifen, als einziges Team mit dem Medium-Reifen, sofort mal wieder Punkte holt. Uiuiuiui. Und Haryanto ist jetzt in der letzten Runde. Versucht es Blomqvist erneut. Ja, er versucht es. Und Funabashi ist jetzt nochmal in die Box gefahren. Und jetzt ist... Da musst du sagen, die haben noch zwei Runden jetzt. Und ja, schafft das jetzt etwa der... Ja, Grosjean kontert wieder beim Beschleunigen auf der langen Gegengeraden einfach mal. Und ja, geschafft. So, und... Und was ist denn da passiert? Haryanto ganz, ganz knapp nehme ich jetzt nur noch. Was ist hier passiert? Oh, er hat sie weggedreht. Ui, und schießt noch den eigenen Teamkollegen ab. Frontflügel nämlich weg von Verstappen. Uiuiui, das gibt noch Gesprächsbedarf bei Red Bull. Ui. Wild über die Curbs da. Haryanto. In den letzten paar Kurven. Verstappen kann er natürlich jetzt nichts mehr entgegensetzen ohne Frontflügel. Der wird das Ding einfach nur noch nach Hause bringen wollen. Und Haryanto ist jetzt hier in den letzten paar Kurven. Und dann hat er es geschafft. Er holt sich den nächsten Saisonsieg und macht damit wieder einen Schritt in Richtung WM-Titel. Herzlichen Glückwunsch an ihn. Und damit ist es durch. Nach 44 Minuten und 14 Sekunden ist das Rennen vorbei. Zweiter wird Max Verstappen. Dritter wird doch noch am Ende nachher Tom Dillmann, der sich hier wohl noch Felix Pitrat noch geschnappt hat. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an den Franzosen, aber noch ist es ja nicht sicher. Schauen wir mal kurz auf die 6. Da sieht es aus, als wenn Grosjean das Ding sicher nach Hause bringt. Auf die 3. Nämlich hier ist jetzt Dillmann. Dillmann jetzt auf den letzten paar Kurven unterwegs. Und holt sich damit denn den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch an ihn. Vierter wird... Oh je, Felix Pitrat muss jetzt hier nochmal in die Box gehen. Wird der Vierte. Sollte jetzt eigentlich Vierter sein. Ja. Fünfter wird Felipe Massa. Und Sechster. Unglaubliches Rennen wieder einmal vom Energy Racing Team. Man wird hier mit dem 6. Platz sich selbst so ein bisschen die Krone aufsetzen erneut, falls er es jetzt nicht noch verhaut. 8 Punkte auf jeden Fall für das Team. Ja, und jetzt haben wir es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 7 Tom Blomqvist auch mit Punkten. Auf Platz 8 Kimi Räikkönen. Also McLaren hier mal wieder mit ordentlich Punkten. Auf der 9 ist, glaube ich, jetzt hier Ricciardo. Und auf der 10 ist, glaube ich, Vettel. Ja, so ist es. Ja, und Hoffmann und Matsushita kommen auch wohl gleichzeitig. Nee. Ui, die waren, glaube ich, fast zeitgleich, ne? Bottas wird wohl auf der 17 landen. Das ist Funabashi 13. 14 Patzel. 15 Van Dorn. 16 Boga. 17 eben halt war denn Bottas. 18 Harrisburg am Ende. Also beide. Toro Rosso am Ende nachher ohne Punkte. Buka auf der 18, Entschuldigung. 19 Kobayashi, 20 Kiette und ausgefahren sind Rose, Nakajima und Hamilton. Erste Runde, dritte Kurve und ja. Das war's hier aus Südkorea. Das nächste Mal geht's hoffentlich weiter auf eine Strecke, wo es nicht so viel Chaos gibt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao.